Sorgen. Es ist völlig normal, wie Sie sich jetzt fühlen. Die ersten Tage sind die schwierigsten. Es ist nicht einfach, mit so vielen Regeln und Entbehrungen zurechtzukommen. Aber daran werden Sie schon gewöhnen. Keine Angst. Das hoffe ich. Sie müssen sich eins klar machen. Das ist alles Teil Ihrer Bestrafung. Das hier nennt sich Erziehungsvollzug. Wir helfen Ihnen, wo wir können, aber Sie müssen natürlich auch selber was dafür tun. Verstehen Sie? Daran haben viele zu kauen, aber so soll das sein. Ich will hier aber nicht sein. Das macht einen doch richtig kaputt. Ich sag dir mal, lass die Finger frei sein. Naja, ich weiß nicht. Kommst du da echt nicht mehr? Los, weg! Los, hier! Oh, hier, nimm! Pass auf! Was war das für eine Aktion? Ja, wo ist die Kurve? Sorry, hast du vielleicht eine Kippe? Hier, pass! Korrekt! Mann! Boah, stopp! Ja, wie die Russen, Mann. Du hast mir das gezeigt. Schneid sie mal auf. Ja, eine Misttüte oder Tetrapack, was du halt hast. Habt ihr vielleicht eine Zigarette? Lauf du mal weiter, Mann. Ja, auf jeden Fall machst du Wasser rein. Was von Abkacken. Volle Kanne. Erster Tag wird die größte Scheiße. Voll die Wände bearbeitet, bis meine Finger fett im Arsch waren. Zum Hotdog Scheiße. Jemand von euch eine Kippe? Verpiss dich. Zeig mal. Was? Na, deine Finger. So. Scheiße. Jordan! Alles gut. Was? Schnell! Das war schlimmer. Da konntest du mal gar nichts machen. Abkacken, Ruhe. Hab ich nur mit den Pillen dort gestanden. Hast du vielleicht eine Kippe? Klar. Ich bin Kevin. Juli. Danke dir. Und wie lange bist du schon hier? 3 Monate. Oh Mann. Du Spast. So eine Scheißidee. Schau dir den mal an. Hey, bleib mal ruhig. Ich bleib nicht ruhig. Schau dir den doch mal an. Der hat frische Verletzungen am Kopf. Es sieht doch nicht mehr aus wie Selbstmord. Damit kommen wir niemals durch. Solange der sich selbst erkennt, ist alles okay. Dann kommen wir höchstens wegen Körperverletzung ran. Und außerdem ist das scheißegal. Wieso ist das scheißegal? Endlich auf an die Welt da draußen zu denken. Sag mal, wie blöde bist du eigentlich, hä? Du bist hier im Jugendknast, Mann. Keine Sau da draußen interessiert ist, ob du wegen Raub, Drohung oder Mord hier drin bist oder wie lange. Du hast verkackt. Wir alle haben verkackt, Mann. Es gibt gar kein Draußen mehr. Auch nicht für dich. Krieg das mal an deine Birne, Pico. Und deswegen ist es scheißegal, was wir hier machen. Wir haben nichts zu verlieren.